Also eigentlich, also weiß nicht, wenn du auf dem guckst, ja, auf dem PC, ne? Wenn du auf dem PC guckst, dann solltest du eigentlich auch das Pad sehen können. Also da, wo meine Cam ist, im Endeffekt hast du zwei Buttons, einmal das Live-Button, einmal so eine Extra Remote, die du halt durch den Bildschirm laufen lassen kannst. Aber es geht eigentlich eher um das Live-Pad, das ist rechts. Und wenn du draufklickst, musst du es visibel machen und dann sollte es eigentlich funktionieren. Einfach von der Theorie her. So, weiß ich nicht. Also ich habe noch nicht gesehen, dass es bei jemandem nicht geklappt hat. So, und ich war, ich habe jetzt gerade mal, wenn ich noch ein bisschen länger hier sitzen kann, auch ein Käffchen gemacht. Und zu dem, was du geschrieben hast, Okami Donnern. Ich nenne die jetzt nur Okami. Das soll keine Safe Zone sein zum Farmen, wenn es. Das ist nur ein positiver Nebeneffekt. Die soll eigentlich dafür da sein, nur dass ich safe hier rumlaufen kann, ohne dass irgendwas passiert. Das war eher der Gedanke an der ganzen Sache. Und mit dem Tank, da bin ich auch schon gespannt, wie sich das entwickeln wird. So. Eigentlich nerven mich die vier gerade eher nur. Aber lange schlafen wir auch keinen Bock. Das heißt, kann ich hier gerade noch irgendwas Schönes zu Hause machen, während ich hier rumlaufe? Vor allem, ach, ich merke gerade, das ist da noch gar nicht safe. Ups. Warte mal. Ich glaube, ich gehe mal ins Haus und ich muss dann gleich dringend nochmal in die anderen beiden Safe-Punkte. Also, wenn es dahin nochmal safe machen, dass ich da durch kann. Also ich gehe nochmal pennen. Ich habe echt keinen Bock, hier noch Besuch zu kriegen. Oh, so ein Krach da unten. Ah, jetzt kann ich wieder nicht pennen, weil die. Das ist ein dämlicher Bug in dem Spiel, dass du echt da nicht schlafen kannst und das ist nervig. Warte mal. Save. Quit to Main Menü. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn sie vom Schlafen abgehalten haben und danach kannst du dann nicht ordentlich schlafen gehen. Deine Baumstamm-Sammelecke ist kreativ. Ja, das ist sie. Definitiv. Ich wusste halt nicht, was ich mit den ganzen Baumstämmen machen soll, weil halt Baumstämme. So, die brauche ich halt nicht so oft. Von daher, weiß ich nicht. So. Rein theoretisch sollte ich jetzt auch schlafen gehen können. Ja, jetzt geht's wieder. Nebel ist auch weg. Und dann. Ja, die haben ja halt hier die ganzen Fenster eingekloppt. Oder wollten wir sie mir einkloppen? Haben sie auch teilweise, ja. Mein Gott. So. Muss ich jetzt mal hier durch? Und hier richte ich nur einfach eine normale Barriere vor. Weil da muss ich normalerweise eh nicht durch. Oder ich mache mir das hier. Warte. Geht es einfach Sinn, wenn wir ein bisschen kreativ und bauen wir ein bisschen was, würde ich sagen. Warum auch nicht? So. Also die Zäune im Fenster kriegen die Zombies nicht kaputt. Nein. Die Dinger kriegen sie nicht kaputt. Deswegen habe ich sie auch direkt da reingebaut, also sie können durchs Fenster nicht kommen. Also meine Base hier ist wirklich safe. Ah, hätte ich anders machen sollen. Hier hätte ich eine Tür reinmachen sollen. So. Machen wir das so rum. Ja gut, so weit ist auch. Oh, noch ein Tipp. Baue bloß nichts in der Mini, weil da ist ein netter Bug. Man fällt unter der Map. Alle 3 Minuten musste ich von einem Leib erfahren haben. Nur mit Tricks konnte ich meinen Schaden wegholen aus der Mine. Okay. Ah, ne, in der Mine bauen wollte ich sowieso nicht.
Das hatte ich eh nicht vor. Erst verrat mal nicht zu viel, ne? Das ist schlecht fürs Geschäft. Nee, ist schon okay. Aber wie Franco von schon erkannt hat, so ein bisschen was selber erfahren will ich ja natürlich auch, ist ja klar. So, irgendwie Stumpen brauche ich mir aber jetzt mal hier hin. Damit ich einen anderen abreißen. Geht das? Kann man den kaputt machen? Ja. Sachen können ja auch liegen bleiben. Beziehungsweise den stelle ich mir nicht dahin. Und dann den stelle ich mir dann hier, wo das Holz liegt. Da ich wirklich sicher bin. Zack. Braucht nur zwei Baumstämme. Sehr gut. So, die anderen schmeiße ich hier wieder rein. Ich habe es damals mit Spenden geblockt. Haben mir die Zombies sofort kaputt gemacht. Ah, das ist scheiße. Aber deswegen, er wird. Mach's, wenn du es wirklich, wirklich sicher haben willst. So wie ich jetzt hier zum Beispiel. Die kann dann nichts mehr passieren. Weil die dann echt nicht mehr an dich rankommen. Die können dir dann wirklich gar nichts mehr. So. Hol ich mal eben die fehlenden Komponenten. Ich hoffe, die reichen. Und danach muss ich noch ein paar Äste machen. Tü -tü -tü. So, Komponenten alle drin. Jetzt brauche ich die Äste. Und das sind wir eine ganze Menge. Das heißt, Farmen gehen. Hopp, was liegt hier? Ah, One Scrap. Kann man sich nicht irgendwie Äste erschaffen außerhalb von Bäume fällen ist doof. Ich habe leider zu spät erfahren, dass diese Zäune am besten sind. Jetzt habe ich halt eine Festung mit 24 Big Wooden Walls. Das war eine Arbeit. Oh ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine große Arbeit war. Überlegt hatte ich es auch und dann sah ich so, was die kosten. Dachte mir so, boah, was? Nee, die baue ich nicht. Das will ich nicht. Da mache ich mir lieber so ein kleines Zäunchen, kann doch alles sehen. Aber sieht geil aus. Ja, ich glaube, das hat schon was. So ist es ja nicht. Aber du brauchst dafür wirklich so viel Material. Ich denke mal, jetzt könnte ich es auch gut hinkriegen, so jetzt, wo man so viel Sachen hat. Ist die Arbeit natürlich leichter. Aber es ist trotzdem wirklich noch. Oh, was hier? Eine Blaubeere, geil. Ist trotzdem wirklich so viel Arbeit. Die kann man sich eigentlich auch irgendwie sparen. Aber so eine Art Base will ich mir auch nochmal immer errichten. Das habe ich mir schon vorgenommen. Also es kommt auf jeden Fall noch. Geplant ist es. Das Spiel wird noch ein bisschen länger spielen. Ich habe ja noch so einiges, was ich vorhabe. So meinte ich nicht vorher, ich will irgendwie in die Stadt. Oder Richtung Stadt. Habe ich ja bis jetzt gut durchgezogen und gut hinbekommen. Ich bin echt stolz auf mich. Wie gut ich meine eigenen Pläne einhalte. Also ich gebe dir mal ein paar Infos. Ich habe vier Bases. Das weiße Haus, wo ich nicht mehr lebe, an der City, oben auf dem Hochhaus. Da kommt einer Hochhaus hin. Sehr hin. Ein Base mitten an der großen See, da wo da wo die Tanke ist, neben der Mine. Das ist 20 Stunden kommt man auf die Ideen.
Ja, das kommt nach und nach alles, ne? Also, ich gehe es halt wirklich ruhig an. Ich habe ja Zeit. Ich hätte ja hier nichts. Sollen wir auch ein bisschen länger Spaß machen? Früher oder später müssen wir eh von vorne starten. Ich vermute es auch mal. Also, irgendwann wird wirklich genug Content gekommen sein, dass sie dann sagen: Ja, jetzt fängst du von vorne an. Aber das ist nicht so schlimm. Das gehört zu den meisten Survival-Spielen einfach mal dazu. Dass du immer neu anfangen musst. Jetzt bin ich bei Tag 33 und habe schon so einiges gesehen und das ist schon ganz okay. Alles mit Geduld. Das ist das Wichtigste. So, jetzt mache ich mal wieder hier die 23 Zäune. 23 Dinger. So. Ist noch ein Ast. Kann man sich gleich mal noch einmachen. Ich glaube eher, das liegt am Early Access Status. Ja klar, das ist natürlich ein Punkt, warum es halt gemacht wird. Aber da ja heute die meisten Spiele als Early Access rauskommen, weiß man halt nie, was kommt, ne? Also, oder wie schnell vor allem. Ich meine, manche Spiele gehen halt so schnell, manche Spiele gehen so schnell. So, kann man nie wissen. Mir fehlt einer. Ernsthaft? Ah. Du verarschst mich doch. Dann fällen wir noch mal in einen Baum, egal. Aber ich finde das Early Access auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich mal sagen. Weil dann, wenn die wirklich dann weiterentwickelt werden, was man ja eigentlich hofft, dann sieht man wirklich jeden einzelnen Schritt, wie sich das Spiel verändert, welche Ideen dazukommen, wie das Spiel angefangen hat. Und dann finde ich es eigentlich auch wirklich interessant. Also, ich finde das gut, dass jetzt Spiele auch im Early Access eher ankommen als anders. Ich glaube, ich habe es gesuchtet und habe schon viermal angefangen. Mittlerweile lasse ich die weiße Haus links liegen. Ja, jeder hat seine eigene Spielweise, jeder weiß, wie er das machen möchte. Warum auch nicht? Spricht ja nichts so gegen, ne? So, jetzt bin ich ja auch safe. Na, das ist hinten. Das will ich vorne sehen. Das kann dann auch woanders hin. Ein Stück nach links hin, dahin. Und das hier kann ich nur entdecken, okay. Das heißt ja schon, ob man. Es hieß ja schon, ob man mit 0.2.0 von vorne starten muss. Ist nicht passiert. Noch nicht eben. Ja, nee, stand auch, dass dann, dass es kompatibel ist. Das stand ja auch dabei bei dem Update. Ich glaube, der Motor steht hier ganz kacke. Mit dem A. Hier so schräg entschieden, dann kann ich hier auch noch durchlaufen. So, finde ich gut. Dann werde ich mal. Ja, ein bisschen aufräumen langsam. Destroy Campfire. So. Das kommt weg, das kommt weg. Das werde ich mal ein bisschen mittiger hinstellen. Weil stelle ich habe, also ich meine, als Gerücht vor dem Update war, ich war eben auch erleichtert, dass es mit dem Steigestein auch geht. Ja, viele, es glauben halt auch wirklich viele, dass es immer so ist. Aber ob es dann wirklich stimmt, ist mir die andere Frage, ne? Ups. So, das moven wir auch noch mal. Moven.
Dann der Schrank, der kommt mal da weg. Der hatte ja die, was hatte der? Genau, Holzkohle und sowas. Die Mülltonne kommt weg. Wäre besser, wenn man neu macht und neu starten, weil ich habe es gestern bitter erfahren müssen mit dem Mini-Bug, dass man darunter fällt unter der Map, wenn man was baut. Naja, was hat das damit zu tun mit dem Neustarten? Ich meine, du hast halt was ausprobiert und hat halt nicht geklappt. Hat er damit nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Mit dem Neustarten an sich zu tun. Hast du denn gebaut? Oder die können wir schön nach vorne ziehen. Zack. So, dann habe ich jetzt hier einmal die Materialien. Move. Ach da. Dann kann der Schrank. Daneben gemoved werden. Dreht sich ein bisschen. Aber dann so. Und die Mülltonne und dann dahin. Dann kann ich mal auch den die Schränke ein Stück nach rechts rücken, dass sie nicht da oben drauf stehen müssen. Sieht alles schon mal gleich ein bisschen hübscher aus. So. Dann haben wir das auch. Moment. Ich brauche halt dann auch Strom. So. Ja, ich wollte sowieso machen, war schon bei 23 Tagen, dann musste mal neu anfangen, mein viertes Mal jetzt läuft. Ja. Der Schrank ist jetzt sowieso komisch. Schon besser. Gut. Das haben wir auch. Kriegt ja so langsam mal ein bisschen Stil. Nur ein bisschen. Aber ich glaube, ich werde das nochmal alles wegmoven. Und zwar das ein Stück nach da. Das hier ein Stück nach da. Die Bank dann auch natürlich, logischerweise. Gaming Kitchen, moin. Herzlich willkommen. Und natürlich den da. Das ist cool. Beziehungsweise, ich mache daraus so ein bisschen so eine Ecke. Zack. Steht aber über. Gefällt mir nicht. Noch ein Stück nach vorne. Also ist okay. Und dann wäre das, glaube ich, ganz cool, wenn ich mir dann den Mülleimer schnappe und die zwischenstelle. Wie schaut's denn so? Ja, also läuft. Läuft. Und selbst? Ein bisschen Abstand. Dann kann der Tisch so ein bisschen zurück. Der Schrank kann auch daran. So, dann steht er nämlich genau an der Tür. Und es hat alles ein bisschen mehr Stil. Vielleicht beim zwingenden Neustart werde ich das Spiel auch streamen, mal sehen. Ja, warum auch nicht? Klar. Spricht ja nichts gegen, ne? So. Kann man das hier. Das kriegt man so nicht kaputt. Ah, nicht mit Sledgehammer, ne? Ne, schade. So, ja cool, jetzt haben wir hier über ein bisschen was fertig gekriegt. Finde ich schon ganz, ganz cool eigentlich. Ja. Das mit dem Holz, das gefällt mir eigentlich nicht, aber momentan geht es auch nicht anders. Hier habe ich das, hier habe ich das. Hier habe ich die fertigen. Die können jetzt eigentlich dann auch hier raus. Die können dann
über den anderen spinnt. Am besten über die, unter die Erde, das ist glaube ich ganz gut so. Brass Ore, Brass Ingot, Copper, Iron, Low Quality tue ich dahin, Zink und Gold. So. Das haben wir. Tja, Ordnung muss da sein, ne? Und ich glaube, die haben wir drin. Bekommt man mit den Sledgehammer einen Schmelzofen kaputt? Ja, ich denke mal schon. Mit dem kriegst du ja eigentlich alles kaputt, ne? Also warum nicht auch einen Ofen? Aber jetzt kann ich mich auch ein paar Stunden hinlegen, glaube ich. Um dann mal. Naja, ich versuche auf dem Mist Survival Discord bei der Competition Art mitzumachen. Leider bin ich, wenn ich null in der Art des Zeichens bewandert. Ich meine, und meine Zeichnung sieht gerade gut aus. Achso, meine Zeichnung sieht nicht gerade gut aus. Das ist natürlich doof. Also bisher sind nur zwei Bases Location, die ich am besten finde. Einmal das Nebengebäude und der Base mitten am See. Ja, ich sag mal, ich bin hier eigentlich ganz zufrieden. Ich kann mich da kaum beschweren. Ich finde das ganz okay. Ich meine, ich bin hier safe. Und ich, man kann sich auch immer noch ausweiten, so ist ja nicht. Sollte man sowieso auf Dauer irgendwann. Neben dem Gebäude, neben der Mine meine ich. Ja, dachte ich mir schon. Das habe ich mir schon gedacht. So. Colas haben wir keine mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier, guck mal. Zack. Schön erstmal eine andere Cola. Und es ist schon wieder heller. Und dann will ich gleich mal. Die sind vorhanden, nur Waffen und Zombies, nur die Umsetzung ist Müll, vielleicht kann jemand anderes zeichnen. Ich kann das nicht. Zeichnen kann ich definitiv nicht. Ich spiele lieber. Zeichnen ist echt nicht so mein Ding. Also so, wenn es gleich hell ist, werde ich dann mal loslaufen zum Bären. Werde ihn mal eben kurz kaputt machen, beziehungsweise ich werde losfahren und also da wird ja, nee, ich werde loslaufen und dann mit dem Auto abholen die ganzen Sachen. Mein Messer sollte ja noch ausreichen, genau. Aber im Dunkeln bringt es mir halt jetzt nichts. Am See wird das der 0.3 Update sehr lustig, an dem kann man das angeln. Weiß, ist das schon bestätigt, dass man 0.3 angeln kann? Weil davon habe ich noch nichts gehört. Ich meine, von dem Spiel weiß ich auch nicht viel, aber einige Sachen hört man ja, ne? Ich freue mich auf das Koop-Update, wenn es mal irgendwann kommen sollte, dass man Koop machen kann. Ich meine, sie wären dumm, wenn sie es nicht tun, aber trotzdem muss es ja erstmal ermöglicht werden, weil das ist ja natürlich nicht so leicht, sowas zu koopen. Ich habe auch Koop an den 7 Formeln drin schon. Okay. Ja gut. Auch Koop in 0.3. Wie lautet das Discord-Server vom Mist? Ist das der offizielle vom Entwickler oder von der Community? Gute Frage. So, ich hole mir jetzt die Shotgun raus und dann gehe ich mal den Bären platt machen. Was ist geplant, steht auf der Development Roadmap. Okay. Kranke der offizielle. Hey, mein Bärchen.
Danke. Oh, ich noch frei. Aufstehen. Ich schalte gar nicht so laut, ne? Ich glaube, du kannst. Was sollte eigentlich gehen? Oder auch nicht. Sonst kannst du mir gerne diesen Link auch privat schicken, Gaming Kitchen, und kann ich ihn hier veröffentlichen. Oder ihm. Ich könnte ihn halt hier für alle reinschreiben. Mache ich mal kurz dann jetzt ins Auto rein. Weil das auch wirklich alles einzeln liegen muss und das ist echt lästig. Wo ist bei raus, kann ich das? Jo, ich sehe. So. Das sollte der sein. Alter, der viel Fleisch. Ich glaube, das brate ich gleich erstmal. Danach kommt es in den Kühlschrank. Gerne, Pranke, gerne. Ich nehme die ganzen Bären. Gameboy 0.3, this version will focus heavily on advancing the survival systems and adding gameplay variety with the addition of the new fauna types. Along with the addition of farming element, new wildlife deer and. Oh, neue. Oh, Rentiere und Wölfe, geil. Neues Fishing-System. Crop-System. Ah, da kommt das mit den. Mit den Anpflanzen. Nicht Koop. Da geht's Crop. Geil. Neue Fallen. Ah, genau, das haben sie schon halb implementiert. Für Fische und Bären. Ach, wie geil. Das ist mega cool. Das hat wirklich Stil. Ja, das würde wirklich nice. Korb wird auch noch kommen. Ja, wie gesagt, wenn sie nicht blöd sind, machen sie das. Aber das mit den Crops und so, oh, das wird so richtig geil werden, ich schwör's dir. Das wird so richtig, richtig gut. Ich glaube, wenn das dann alles kommt, dann verbringe ich Stunden bei nur noch in diesem Game hier. So, ich brauche ein bisschen Feuerholz. Ich brauche einen Timber. Und ich brauche einen Anzünder. Nein, ich brauche hier ran, genau. So. Und dann. Und gerade wenn Koop kommt, dann habe ich auch schon Leute, die mit mir zusammenspielen. Und darauf freue ich mich dann wirklich auch schon mehr mega. Wird dann sowohl schon so einige geben, habe ich schon mitbekommen. So, Tender und Starter und go. Sehr, sehr schön. So, jetzt erstmal am allerwichtigsten. Ich mache hier das weiter voll. Animal, was? Ach nee, das ist ein Animal Guts. Die muss ich aufhängen. Warum klettere ich dann immer noch rüber? Oh Mann.
So, zack, die Animal Guts kommen hier rauf. Das Leder kommt hier mit rein.